Die Gellertkirche in Basel. Ein architektonisch eigenwilliger Bau mit Ausstrahlung. Der Architekt Kurt-Peter Blumer. Ein Bau, der an ein Zelt erinnert. Christlicher Glaube ist eine Weggemeinschaft. Stück für Stück wächst das Gebäude in die Höhe. Die Gellertkirche soll sowohl Sakral- als auch Alltagsgebäude sein. Holz und Beton. Zu Ehre des dreieinigen Gottes. Darum findet sich die Zahl 3 auch immer wieder. Über einem ungleichseitigen Neuneck wird sich eine Pyramide erheben, deren Spitze gegen Norden verschoben ist. Daneben ein schlanker, 40 Meter hoher Turm. Hier das Fundament. Ausgreifende Betonachsen vereinen sich in der Mitte. Hier wird der Eckstein, ein Symbol für Christus, über der Gemeinde ruhen. Im Schatten des Turmes wird nicht nur gebetet und gesungen werden. Hier wird, so der Wunsch der Münstergemeinde, auch geredet, gefeiert und gegessen. Und natürlich unterrichtet, gelehrt und beraten. Wenn es nach den Ideen der Christoph-Merian-Stiftung Basel gegangen wäre, hätte sie eine Le Corbusier-Kirche werden sollen. Aber wie das Leben so spielt, ist es anders gekommen. Zum Glück oder Gott sei Dank. Denn wer möchte schon handfesten Gemeindeaufbau in einem touristischen Denkmal leisten? Mitten in ein bereits überbautes Wohngebiet soll das Gebäude einen Kontrast darstellen. Oder wie der Architekt schreibt, da eine volumenmäßige Dominierung der umliegenden Bauten ausgeschlossen ist, soll durch die keinerlei Parallelität aufweisende Formgebung der erwünschte Kontrast zur kubischen Randbebauung erreicht werden. Die Zeiten der gen Himmel strebenden, alles überragenden Kathedralen sind nun einmal vorbei. Im Herzen des neuen Quartiers, auf dem Gellertfeld stehend, soll das Gebäude nicht nur in formaler Hinsicht, sondern auch geistig, allseitig ausstrahlen. Die Glocken werden gegossen. 3 sind es, gestimmt auf die Töne Cess, Ass und Gess. Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung findet am 30. Mai 1964 der Glockenaufzug statt. Große Fenster schaffen Transparenz von innen nach außen und umgekehrt. Eine Kirche zum Reinschauen. Am 8. November 1964 ist die Gellertkirche vollendet und wird von einer großen Festgemeinde eingeweiht. Und tatsächlich, der Architekt hatte sich nicht geirrt. Sie ist nicht mehr aus dem Stadtbild wegzudenken. Die Gellertkirche, ein Gebäude, sakral und doch alltagsorientiert. Die geistige Heimat für vergangene und kommende Generationen.